Endlich, endlich geht's mal wieder um die Haare. Ja Leute, tatsächlich, endlich geht's mal wieder um die Haare. Ich lasse mir nämlich so langsam aber sicher meine Haare wieder ein bisschen länger wachsen. Und jedes Mal, wenn ich ein Video poste oder irgendwie ein Foto poste, kommen halt irgendwelche Kommentare. Daniel, wie kurz machst du denn aktuell deine Seiten? Oder wie lang ist aktuell dein Decker? Und ich will euch einfach mal hier ein kurzes Update geben zu meinen Haarlängen als auch zu meiner aktuellen Frisur. Mein Plan ist übrigens folgender. Ich werde mir aktuell jetzt erstmal so einen Crew-Cut stehen lassen. Heißt, das Decker etwas länger lassen und die Seiten schön kurz halten. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welche Frisur ihr aktuell rockt, beziehungsweise welche Frisur ihr in Zukunft haben wollt. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet und ich starte jetzt einfach mal von Deckhaar runter über die Seiten bis hin zum Bart und gebe euch einen kleinen Eindruck, wie das aktuell so bei mir aussieht. Also Leute, starten wir mit dem Deckhaar. Beim Deckhaar sieht es so aus, dass ich, als ich den Buzzcut hatte, grundsätzlich immer so roundabout auf 6 mm geschnitten habe. Und wie ich eben schon eingangs gesagt habe, ist es halt aktuell so, dass ich meine Haare so ein bisschen länger wachsen lasse, sodass ich euch nicht genau auf dem Millimeter sagen kann, wie lang die Haare jetzt oben auf dem Kopf sind. Was ich allerdings sagen kann, ist folgendes. Wenn ich morgens aufstehe, dann ist es halt so, dass die Haare schon ein bisschen abstehen. Heißt, ich nutze morgens mittlerweile wieder ein bisschen Wachs, ja, verteile das Wachs in meinen Händen und dann natürlich in meine Haare rein, versuche die Haare so ein bisschen platt zu machen, damit einfach nicht so kreuz und quer irgendwelche Stoppeln abstehen. Dann kämme ich die noch so ein bisschen runter, dass das Ganze einfach ein bisschen ordentlicher aussieht. Das ist aktuell so mein Morgenritual mit meinen Haaren. Ich kann, wie gesagt, nicht ganz genau sagen, wie lang sie sind, aber wenn ich jetzt mal schätzen würde, würde ich mal sagen, sind so ein Zentimeter lang. Kommen wir zu den guten alten Seiten. Die Seiten müssen natürlich immer on fleek sein, sonst fühlt man sich irgendwie nicht wohl. Gerade bei uns Männern ist das halt so, dass man immer schön die Seiten kurz haben möchte. Wie sieht es bei mir aktuell mit den Seiten aus? Also Seiten sind immer noch auf Kontostand. Nein, Spaß beiseite. Also ich sage aber tatsächlich immer noch Seiten auf Null. Warum? Ich mache jetzt kein Skinfade mehr. Das bedeutet also nicht mehr die Seiten auf Null mit einem Rasierapparat, sondern die Seiten auf Null mit einem Clipper. Das bedeutet am Ende des Tages, dass roundabout eine Haarlänge von 1 bis 1,5 mm an den Seiten ist. Also kann man sagen, so 1,5 mm bleiben hier an den Seiten bei mir stehen. Und dann sage ich einfach meinem Barbier oder meiner Barbierin, dass sie das dementsprechend einfach nach oben anfaden soll, beziehungsweise ausfaden lassen soll von oben nach unten, damit das ein schöner, sanfter Übergang ist. So, weiter geht's mit dem Bart. Ganz wichtiges Thema natürlich, gerade dann, wenn man so kurze Haare trägt. Damals hatte ich den Bart ein bisschen voller, ein bisschen voluminöser. Lag halt auch daran, als ich lange Haare hatte, sah das einfach irgendwie ein bisschen besser aus. Jetzt passe ich meinen Bart logischerweise der Frise so ein bisschen an. Ich habe gerade gesagt, die Seiten sind auf Null mit einem Clipper. Heißt, ich habe da ungefähr so eine Haarlänge von 1,5 mm. Und jetzt geht es weiter runter zum Bart. Den ersten Teil des Bartes bis zur Ohrmuschel ungefähr trimme ich dann runter auf 2 mm. Damit man einfach so einen schönen Übergang hat vom Deckhaar, also vom Kopfhaar zum Barthaar. Danach geht es weiter mit 4 mm. Also hier trimme ich auch noch weiterhin nach oben. Und dann switche ich um auf 6 mm beim Barttrimmer. Und dann, ja, dann ist es so ein Mix. Da probiere ich einfach so ein bisschen aus, dass halt der Übergang so ein bisschen gleichmäßig aussieht und das Ganze ganz gut passt. Ich habe dazu auch schon mal ein komplettes Video gemacht zum Thema Übergang trimmen beim Bart. Schau dir das auch mal an. Da erkläre ich nochmal die Steps, wie ich es ganz genau mache. Jetzt sind die Längen einfach nur ein bisschen kürzer, sprich 2, 4 und 6 mm. Ich blende euch an dieser Stelle auch einfach nochmal ein Bild ein mit den genauen Haarlängen, damit man ganz genau weiß, wie lang ungefähr so die Haare sind. Dann habt ihr genau eine Info, wenn ihr zum Barbershop geht, wie ihr das haben wollt, falls ihr das ungefähr in dieser Art auch so haben möchtet. So Leute, das waren meine aktuellen Haarlängen, meine aktuelle Ist-Situation. Ich hoffe, ich konnte euch da die Fragen mit beantworten, die ihr zum Thema aktuelle Haarlänge hattet. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein und schreibt auch gerne in die Kommentare rein, welche Frisur ihr aktuell rockt. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch aktuell auf dem Kopf aussieht. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag mit einer miesen Frise. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.